In der langen Nacht der Museen haben wir uns das Hobelmuseum in Laxenburg ausgesucht. Alles rund um den Beruf des Tischlers und den für diesen Beruf notwendigen Werkzeugen wurde von Kommerzialrat Hartl über Jahrzehnte gesammelt. Wie ist es zu diesem Hobelmuseum und den Exponaten gekommen? Also grundsätzlich, ich habe begonnen vor mindestens 40 Jahren zum Sammeln. Habe zuvor mein Museum in einer Wohnung gehabt, danach in einer größeren Wohnung. Und seit 7 Jahren habe ich das Museum hier etabliert, in unserem eigenen Haus. Und da soll es auch bleiben. Es gibt eine Unzahl von Exponaten. Wissen Sie, wie viele? Ja, es sind circa um die 10.000 Stück. Davon 4.300 Hobeln und die Differenz, alles andere Werkzeuge von fast allen Holzberufen. Beginnend 16. Jahrhundert bis heute. Ein großer Stolz in diesem Museum ist dieser Schrank. Was hat es für eine Bewandtnis mit diesem Schrank? Den hat man mir zum Geburtstag gemacht, meine Mitarbeiter, und ausgestattet mit den Werkzeugen aus Japan, auch aus Österreich, siehe die Hobeln. Habe ich ihn dann. Es sind rund 260 Stück Werkzeuge drinnen. Dieses Museum ist einzigartig in Niederösterreich, in Österreich, aber auch in Europa. Ich glaube, nur in Berlin gibt es etwas Ähnliches, aber auch mit wesentlich weniger Exponaten als hier. Also das ist eine Top-Qualität, die man besichtigen kann. Und es ist höchst erfreulich, dass hier noch kein Ende absehbar ist. Und Professor Hartl tüftelt schon, wie er weitere Räume adaptieren kann, um das Ganze noch attraktiver zu gestalten, um noch mehr Exponate auszustellen und diesem Juwel hier allen Glanz zu verleihen, den das schlicht und ergreifend auch braucht. Warum haben Sie sich als Frau für diesen Beruf entschieden? Es war schon immer eine Leidenschaft dabei. Natürlich ist es mir ein bisschen in die Wiege gelegt worden, aber es war weder ein Zwang noch ein Muss. Und sonst würde ich ihn nicht noch ausüben. Ja, ich finde es ganz großartig. Ich habe Sie soeben gefragt, ob Sie das Gewerbe noch ausübt. Und ich habe erfahren, dass Sie noch Kleinwillen restaurieren, aber sicher nichts mehr an was Neues herstellen. Davon gehe ich einmal aus. Ist das richtig? Ja. In der Biedermeierzeit wurden Frauen vorwiegend für diese Arbeiten herangezogen. Was war der Grund dafür? Der Grund dafür war, dass die Frauen mehr Geduld für diese Arbeit haben, weil es ist sehr, sehr eine zeitaufwendige Arbeit und auch mehr Gespür und Gefühl in den Händen haben. Jetzt sind Sie ja eine ganz besondere Tischlerei. Das ist bereits Geschichte, leider. Aber unser Kundenstock waren sämtliche Palais in Wien, die ganze Herrengassen, ob Kinski, ob Todesco, ob Arach, ob die Esterhazys. Also wir haben sehr einen elitären Kundenkreis gehabt. Ich bin überrascht von der Vielfalt dieser Ausstellungsstücke und das kann ich nur jedem empfehlen, das Tischler- und Handwerksmuseum in Laxenburg zu besuchen.